Sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Genossinnen, liebe Genossen. Ich freue mich, Sie, ich freue mich, euch heute begrüßen zu dürfen bei unserer spannenden Veranstaltung. Wie Sie, wie ihr wisst, befindet sich derzeit die Welt sehr im Wandel. Wir begegnen häufig Megatrends wie dem demografischen Wandel, der Digitalisierung oder aber auch neuerdings dem Klimaschutz, dem wir uns sehr widmen. Insbesondere beschäftigt uns da die Frage, wie wir das Thema Arbeit, wie wir das Thema Wirtschaft und wie wir das Thema Klimaschutz in Einklang bringen können. Deswegen freue ich mich heute hier, Anja Weber, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Nordrhein-Westfalen, und Sebastian Hartmann, Bundestagsabgeordneten für den Rhein-Sieg-Kreis, begrüßen zu dürfen. Wir werden heute sehr intensiv über das Thema diskutieren unter dem Titel Der Klimawandel, die Industrie und die Arbeit. Und ich würde dann das Wort Sebastian Hartmann übergeben. Ja, auch von meiner Seite aus, liebe Freundinnen und Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch liebe Kolleginnen und Kollegen, ein herzliches Willkommen. Ich mache das jetzt in aller Kürze, weil ich mich sehr, sehr freue, dass die Vorsitzende des DGB Nordrhein-Westfalen, wie angekündigt, Anja Weber, heute mit uns diskutieren wird. Und das unter der fachkundigen Leitung von Ömer Kirli, den ich schon lange kenne, auch aus der SPD in Siegburg und der SPD im Rhein-Sieg-Kreis, der sich um die Moderation heute kümmern wird, damit wir auch zu gleichen Teilen zu Wort kommen, vor allem Fragen aus dem Publikum bekommen können, wo es auch nochmal die Möglichkeit gibt, nachzuhaken. Und da es eine kurze und knappe Begrüßung sein soll und ich mich sehr freue, dass Anja Weber einen Impuls geben wird, möchte ich den Ball auch schon wieder rüberspielen und freue mich auch über den Austausch heute. Danke, liebe Anja, liebe Ömer, und Anja, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Lieber Sebastian, immer danke für die Einladung, danke für dieses wichtige Thema, was ihr hier heute beleuchtet. Ja, wir sprechen ja immer über Transformation. Eigentlich ist es ein Strukturwandel, aber vielleicht haben wir auch ein neues Wort gewählt, weil es ja doch eine neue Qualität ist, weil drei Entwicklungen gleichzeitig zusammenkommen, nämlich Klimawandel, Digitalisierung und Globalisierung. Und das verändert unsere Art zu arbeiten und zu leben, und zwar in allen Regionen und in allen Branchen. Und weil wir tatsächlich nicht mehr viel Zeit haben, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, haben wir eine mehr als ambitionierte Aufgabe vor uns. Wir wollen unsere Gesellschaft bis 2045 klimaneutral machen. Und das bedeutet auch, dass unsere Industrie nicht mehr CO2 produzieren und an die Atmosphäre abgeben darf, als wir gleichzeitig aus ihr herausholen und binden können. Nordrhein-Westfalen ist ja glücklicherweise und fatalerweise Industrieland. Und sogar Industrieland Nummer 1 in Deutschland und in Europa. Glücklicherweise, weil wir Industrieland sind, ist das eben auch Grundlage für unseren Wohlstand. Für gute Arbeit, für die Teilhabe von vielen, für soziale Sicherungssysteme, Bildung und Kultur. All das findet seine Grundlage in unserer starken Industrie. Fatalerweise, weil Industrie natürlich auch zugleich der größte Verursacher von CO2 ist. Was müssen wir also tun, um in den wenigen Jahren bis 2045 die Produktion der Industrie so zu ändern, zu transformieren, dass sie nicht mehr mit fossilen Grundstoffen ihren Produktionsprozess antreibt, damit sie tatsächlich treibhausgasneutral werden kann. Also Stahlkochen darf dann nicht mehr mit Kohle befeuert werden, sondern braucht Wasserstoff als Ersatz. Und er muss durch Strom produziert werden, der aus Sonne und Wind kommt, also aus erneuerbaren Quellen stammt. Und das gilt dann nicht nur für den Stahl, das gilt genauso für die Chemie, Glas, Zement, Aluminium, Papier und so weiter. Technisch geht das. Die Wissenschaft und auch die Unternehmen sind soweit. Alle anderen Fragen sind aber noch offen. Woher bekommen wir so viel grünen Wasserstoff, wie wir für die Transformation der Industrie brauchen? Und wie schaffen wir es, so viel Strom aus Wind und Sonne zu produzieren? Wer bezahlt die notwendige Infrastruktur? Wo stehen die Windräder, die Ladesäulen, die Strommasten? Und wie unterstützen wir die Unternehmen auf dem Weg in die treibhausgasneutrale Produktion? Daran,
Dass wir das beantworten und lösen, hängt die Frage, ob Nordrhein-Westfalen Industrieland bleibt oder ob wir die Industrie verlieren. Und damit eben auch Arbeit, die Wertschöpfung und die Möglichkeit, soziale Sicherung, Bildung und Kultur für die vielen zu finanzieren. Um diese Mammutaufgabe zu stemmen, braucht es einen Staat, der aktiv Industriepolitik betreibt, der die Richtung steuert, in die sich die Wirtschaft bewegt und der die dafür notwendigen Voraussetzungen, die Infrastruktur und vor allem in die Menschen investiert, die das umsetzen wollen und müssen. Und das darf man nie vergessen, auch die Kommunen entsprechend ausstattet, in denen ganz wesentliche Rahmensetzungen erfolgen müssen. Und deshalb ist Transformation nicht nur eine technische, sondern ganz und vor allem auch eine soziale Aufgabe. Die Frage ist, was steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit? Steht im Mittelpunkt die natürlich notwendige Forschung für technische Innovation oder die Weiterentwicklung von Arbeit, der Aufbau neuer Arbeit für alle Qualifikationsstufen? Und das ist keine abstrakte Frage, das ist eine ganz konkrete und reale Frage. Das merken wir in besonderem Maße bei der Auseinandersetzung um die Zukunftsprojekte beim Kohleausstieg im Rheinischen Revier. Die allermeisten bislang bekannten Projekte, die aus den immerhin fast 15 Milliarden Euro, die da zur Verfügung stehen, finanziert werden, die allermeisten Projekte sind Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Wir haben gemeinsam mit anderen Akteuren wie den Anrainerkommunen, aber auch den Kammern in den vergangenen Monaten immer wieder eingefordert, dass beim Strukturwandel es vor allem darum gehen muss, auch gute Arbeitsplätze zu schaffen. Die Landesregierung hat mächtig nachgesteuert. Jetzt soll es einen Vorrang geben für die Schaffung von Arbeitsplätzen für unsere Leute und nicht nur für Hochschulangehörige. Für die Schaffung von Arbeitsplätzen, die tarifgebunden und Mitbestimmung bestimmt sind. Soweit die jetzt deutlich verbesserte Papierlage. Aber das muss jetzt in die Praxis. Denn aus Baggerführern werden selten Ingenieure. Und wir müssen dafür sorgen, dass nicht nur Ideen in Nordrhein-Westfalen produziert werden, das macht Forschung und Entwicklung, sondern dass auch neue Wertschöpfung bei uns in Nordrhein-Westfalen entsteht. Wir haben im DGB uns vor nunmehr 2 Jahren auf eine Kampagne verständigt, die heißt Stark im Wandel. Unser Ziel im DGB war da und ist dabei zum einen, die Diskussion zwischen unseren Gewerkschaften im DGB voranzutreiben, damit wir beieinander bleiben. Weil auch da diskutieren wir natürlich intensiv um Klimafragen, um Industrie, um gute Arbeit und wie das alles zusammenpassen soll. Und wir wollten gleichzeitig nach außen deutlich machen, dass der Erhalt und die Schaffung von Industriearbeitsplätzen und von guter Arbeit in Dienstleistung und Handel sich bedingen. Das braucht einander. Und wir wollten deutlich machen, dass Klimaschutz nur vorankommt, wenn wir begreifen, dass unsere Industrie Teil der Lösung ist. Und da ist durchaus was passiert. Ich kenne unter den ernstzunehmenden politischen Kräften keine Fundamentalkritik mehr, die sich gegen die Industrie richten würde. Und auch die meisten Umweltverbände und auch die Grünen beschwören, keine Deindustrialisierung betreiben zu wollen. Bei den Überschriften kommen wir schon ganz gut zusammen. Und ich will nicht verhehlen, dass es bei einigen auch durchaus ein Fortschritt ist. Entscheidend aber ist, die konkreten Schritte zu entwickeln, die dazu führen, sozialen, ökologischen und ökonomischen Wandel gleichberechtigt voranzutreiben. Und das ist eben nicht konfliktfrei. Das kann man auch nicht wegdiskutieren, die Konflikte. Und entscheidend ist, dass man sie nicht zulasten von Industrie und guter Arbeit auflöst. Weil dann werden wir das ganze Projekt nicht schaffen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch absolut zu kurz gesprungen, wenn jetzt manche fordern, hört auf die Wissenschaft. Der Ökologie muss der absolute Fortschritt gegeben werden, die absolute Priorität gegeben werden. Was ist denn dann mit der ökonomischen Wissenschaft oder vielleicht für uns noch viel wichtiger, der Gesellschaftswissenschaft? Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, deutlich zu machen, dass die Stärkung unserer Industrie und der Erhalt und die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen tariflich bezahlt und mitbestimmt die Voraussetzung auch dafür ist, dass der ökologische Wandel gelingen kann. Deshalb sagen wir, ein gleichschenkliges Dreieck und alle Seiten müssen gleichrangig miteinander verarbeitet werden. Diese Lösung müssen wir suchen und finden. Und wer andere Wege geht, der verschärft die gesellschaftliche Polarisierung
und verbaut den Weg für gesellschaftliche Mehrheiten. Mehrheiten und Konsense brauchen wir aber für diesen großen Wandlungsprozess. Denn das schafft keine gesellschaftliche Gruppe und auch keine politische Partei allein. Die Pandemie hat uns einmal mehr die Grenzen des Marktes aufgezeigt. Der Markt kann nicht steuern. Und ohne gute Rahmenbedingungen fährt der Markt an die Wand. Das ist übrigens auch bei der Debatte um den CO2-Preis ganz entscheidend. Und deshalb brauchen wir eine aktive Industriepolitik, müssen uns um Lieferketten kümmern. Und dann sollten wir einen entscheidenden Standortvorteil in Deutschland nutzen. Wenn wir die Transformation auf allen Ebenen mitgestalten wollen, vorantreiben wollen, dann müssen die Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte ausgeweitet werden auf die Transformationsthemen und die Unternehmensmitbestimmung gestärkt und gesichert werden. Die Hans-Böckler-Stiftung startet in diesen Tagen eine Mitbestimmungsoffensive. Wir reden in Deutschland ja gerne und viel über Start-ups. Was wir dabei oft übersehen, die deutsche Wirtschaft ist nach wie vor substanziell mitbestimmt. 42% des Umsatzes und 46% der Wertschöpfung finden in Deutschland in mitbestimmten Unternehmen, also da, wo es Aufsichtsräte gibt, wo Arbeitnehmervertretungen mit am Tisch sitzen, statt. Und das, diese Mitbestimmung, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor der deutschen Wirtschaft und übrigens auch unserer Demokratie. Und auch jetzt gilt es, dass Unternehmen mit guter Sozialpartnerschaft und Mitbestimmung auch insgesamt ökonomisch besser fahren. Sie sind schlichtweg produktiver. Und darum ist es wichtig, immer wieder die Unternehmensmitbestimmung auf die Tagesordnung zu setzen. Damit werden wir besser und am Ende auch schneller. Und darum geht es. Für die Zukunft kommt es darauf an, Lösungen zu entwickeln, die auf allen Ebenen funktionieren. Vor Ort, in Nordrhein-Westfalen, im Land, im Bund, bis hin zu Europa. Und das ist das Thema, wenn wir mehr Unterstützung für unsere Industrie fordern, die sich im internationalen Wettbewerb behaupten muss, müssen wir immer vor Augen haben. Wenn wir das Thema sichere Energieversorgung immer wieder auf die Agenda setzen und ebenso, wenn wir als DGB nicht aufhören, die Entschuldung unserer Kommunen in Nordrhein-Westfalen zu fordern. Und dabei ist eines klar, mit einem Weiter-so werden wir das nicht schaffen. Die Schuldenbremse erweist sich immer mehr als Zukunftsbremse. Und wir müssen darüber sprechen, wie wir die notwendigen Investitionen in eine gute Zukunft finanzieren können. Wir haben im DGB dazu ein Steuerkonzept vorgelegt, der die ganz große Mehrheit der Bevölkerung entlasten würde und die ganz starken Schultern und großen Vermögen belasten würde. Und weil es um solche konkreten Fragen geht, deshalb langweilen mich die Debatten um Ausstiegsdaten. Ziele kann man hochstecken und immer höher steckt. Einstiegsdaten wären wichtig. Und Kompetenz und der Mut, das ganz praktisch umzusetzen. Ich glaube, da müssen sich Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten aktuell nicht verstecken. Im Gegenteil, sie können dazu viel beitragen. Ärmel hochkrempeln, durchsetzungsfähige Lösungen entwickeln, Überzeugungsarbeit leisten. Glück auf! Liebe Anja, vielen Dank für deinen Impuls. Da waren sehr, sehr wertvolle Informationen drin, auch für die Diskussion später. Ich würde jetzt Sebastian bitten, einen kurzen Impuls zu geben. Du bist ja auch Gewerkschaftsmitglied, dementsprechend, aber vielleicht in deiner Rolle als Bundestagsabgeordneter. Welche Projekte hat die SPD sozusagen vorangetrieben? Ja, zunächst mal Anja, auch von meiner Seite aus herzlichen Dank, auch nochmal die Linie für Nordrhein-Westfalen und für unser Land vorzugeben. Und das wird sehr konkret. Wenn man an unsere Heimat Bonn-Rhein-Sieg denkt, ist es eine zunächst mal sehr erfolgreiche Region. Wir haben in den letzten 30 Jahren praktisch nach dem Datum des Regierungsumzugs 136.000 Menschen gewonnen. Das sind so Momente, wo man sagen kann, geht eigentlich eine Entwicklung in eine bestimmte Richtung, führt das dazu, dass wenn jetzt eine Region wegzieht, dass das Licht ausgeht oder dass die Arbeit verloren geht oder dass die Wohnungen leer stehen. Aber das Gegenteil ist ja in unserer Region der Fall. Und wir sind eine Region, die sehr unterschiedlich geprägt ist. Also stark auch mit dem Dienstleistungssektor, vor allem mit einem Verwaltungsstandort. Aber wir haben auch im Rhein-Sieg-Kreis industrielle Produktion. Und dann werden Punkte, die angesprochen worden sind, sehr konkret. Was ist mit den Energiekosten, wenn ich zum Beispiel an energieintensive Unternehmen im Chemiebereich denke? Was ist mit einem CO2-Preis, der auf Stahl, wenn ich an Spezialstahlhersteller oder Walzwerke denke? Auch das ist alles bei uns. Deswegen ist das keine abstrakte Debatte. Aber ich glaube, es braucht auch am Anfang ein klares Bekenntnis. Wir können das hinbekommen.
Wir können das schaffen. Wir brauchen aber nicht nur Ziele, da stimme ich dir ausdrücklich zu, sondern da muss man auch genau den Weg hin beschreiben. Und ich glaube, dass darüber in unserem Land mehr gestritten werden muss. Und zwar konstruktiv gestritten werden muss, was eigentlich die konkreten Zutaten dafür sind, dass es am Ende nicht nur ein Ziel gibt, sondern auch ein Erfolg. Und das ist einer der Wendepunkte, der bezeichnenderweise von Sozialdemokraten mehrfach angestoßen wurde. Und einen solchen Moment, den brauchen wir jetzt sowohl für das Land in Deutschland, wir entscheiden in einer Bundestagswahl, wer die Verantwortung übernimmt, aber er wird auch sehr lokal sein. Kommunale Entlastung ist mir sehr am Herzen gelegen. Ich bin viele Jahre kommunalpolitisch aktiv gewesen, war in Siegkreis, ich war Mitglied des Kreistages, aber oft nur Mangelverwalt. Wenn es um die Entscheidung ging, wenn soziale Infrastruktur investieren, ob wir in den Nahverkehr investieren, ob wir dafür sorgen, dass Bürgerhäuser entstehen, oft war die Stadt oder die Gemeinde so überschuldet, dass diese Zukunftsinvestitionen nicht getroffen werden können. Und das ist ein Problem, wenn es darum geht, die Digitalisierung konkret zu machen, dass die Investition in den Breitbandausbau in unseren Städten stattfinden kann, dass wir andere Formen der Mobilität voranbringen. Aber es ist auch eine nationale Aufgabe. Ich habe über die Region Bonn-Rhein-Sieg gesprochen. Ich bin sehr stolz darauf, wenn wir überlegen, wir sind ja jetzt am Beginn des dritten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts. Und am 28. April 1961, als sich ein junger Kanzlerkandidat Willy Brandt in die Beethovenhalle gestellt, hier in der Region Bonn-Rhein-Sieg in Bonn. Und er hat etwas formuliert, was zunächst mal unvorstellbar in dieser Zeit war. Wir beide sind ja im Ruhrgebiet geboren. Ich bin in Oberhausen geboren, du in Dortmund. Aber er hat etwas formuliert, indem er gesagt hat, der Himmel über dem Ruhrgebiet soll wieder blau werden. Das war in dem Moment, vor 60 Jahren, 2021 bis 1961, eine unvorstellbare Vision. Und eine Vision ist auch eine viel tollere Formulierung eines Ziels. Und er hatte etwas zusammengebracht, was wir heute nochmal neu zusammenbringen müssen. Eine ökonomische Perspektive für die Industrie, für die Steinkohle, aber auch die Stahlerzeugung. Hat aber erkannt, welche Auswirkungen es auf Umwelt, Mensch, Beschäftigte und Anwohner hat, wenn wir so weiter wirtschaften. Aber die Folge war nicht die Deindustrialisierung unseres Landes, sondern die Folge war ein wirtschaftlich erfolgreicher Weg. In einer Phase, wo gerade in Branchen, wo viel Mitbestimmung herrscht, wo Gewerkschaften am Tisch gesessen haben und mitgeplant und mitentschieden haben und vor allen Dingen für etwas gesorgt haben, worüber wir heute noch mehr vereinbaren, Akzeptanz, dass wir das gewollt haben. Und wir haben etwas mehr getan. Wir haben es nicht nur lokal bezogen für das Klima, für die Beschäftigten. Wir haben eine Blaupause für die Welt geliefert, und zwar nicht an Überheblichkeit, sondern an guten Beispielen, wo man sagen kann, das kann man nachmachen, das kann man organisieren. Natürlich begegnen mir bestimmte Diskussionen. Warum wollen alle politischen Strömungen auch die Klimaneutralität? Wie Olaf Scholz es formuliert hat, eine seiner vier Zukunftsmissionen ist ein klimaneutrales Deutschland. Und ist das im Verhältnis zur deutschen Industrieproduktion überhaupt ein relevanter Beitrag? Ich sage ja, auf jeden Fall. Denn wenn es uns gelingt, diesen Prozess auch als Ziel zu zeigen, nämlich den Wandel so zu gestalten, dass wir ein erfolgreiches Land bleiben, in dem nach wie vor produziert wird, teilgehabt wird und auch gut verdient wird, dann ist das die Blaupause, die einerseits bei uns für Akzeptanz sorgt und auf der anderen Seite eine herzliche Einladung an die Welt ist, mitzuwirken. Und der Moment ist günstig. Wo gibt es einen amerikanischen Präsidenten, nicht den anderen, der immer so jedes Mal über die Stränge schlug und ganz schreckliche Sachen gesagt hat, der gesagt hat, wir gründen einen Klimaclub, in dem gleiche Regeln gelten. Weil der Markt wird nicht neutralisiert, aber der Markt braucht klare Regeln, also dass die umweltfeindliche Produktion nicht privilegiert wird. Mhm. Und das ist auch hier konkret. Wir dürfen keine ohne Michel-liche Diskussion machen, die mir sagt, ja, wenn die Industrie in Deutschland weggeht, dann ist das okay, dann lasst uns das an anderer Stelle produzieren, zu schlechteren sozialen und ökologischen Rahmenbedingungen. Aber wir konsumieren es weiter in der Welt. Und da wird es konkret. Und für den Rhein-Sieg-Kreis und die Region Bonn-Rhein-Sieg heißt es. Und Politiker sollen ja nicht nur die Lage beschreiben. Wir müssen einen Mix schaffen aus einer Schrittfolge, die dazu führt, dass der Prozess nicht zum Bruch führt. Den darf es nicht im rheinischen Revier geben, den darf es aber auch nicht bei der Transformation, wie wir den Wandel heute nennen. Dass es in der Wirtschaft tatsächlich auch noch eine Kombination aus Beschäftigung gibt, aber auch aus Energiepreisen, die bezahlbar sind. Denn ein Teil der Wahrheit unserer deutschen Energiewende ist, ja, wir haben mehr Erneuerbare als jemals zuvor, aber die Energiekosten sind viel zu hoch. Sehr sympathisch ist die Forderung der IGBCE, der ich angehöre, die EEG-Umlage abzuschaffen. Und ich bin froh, dass das auch sich im Wahlprogramm der SPD findet, weil dann der Effekt der erneuerbaren Energien auch merkbar ist.
Für uns in Nordrhein-Westfalen bedeutet das aber eins. Wir sind Energieerzeugerland Nummer eins gewesen in den letzten Jahrzehnten und Energieverbraucherland Nummer eins. Auch die energieintensivsten Unternehmen im Rhein-Sieg-Kreis verbrauchen mehr als die größte Stadt im Rhein-Sieg-Kreis, Troisdorf. Das muss uns bewusst sein. Und deswegen wird es hier darauf kommen, auch dann vor Ort zu akzeptieren, dass wir zum Beispiel, wenn wir Energie weiter produzieren wollen, auch für den Ausbau erneuerbarer sorgen. Und unter uns, wir schauen lieber auf eine Windkraftanlage als auf ein explodierendes Atomkraftwerk oder wollen auch nicht mehr die CO2-Produktion bei der Braun- und Stahlkohle. Deswegen sehr klar auch Einstiegsdaten benennen, wo es dann konkret wird, auch dafür zu sorgen, dass die Energieanlagen gebaut werden, dass auch Akzeptanz ist. Ein letzter Punkt, weil es nur ein Impuls sein soll. Der starke, vorsorgende Sozialstaat ist ein Plus in Deutschland. Es gibt aber schon wieder welche, die anfangen und sagen, das können wir uns alles nicht leisten. Es ist nicht nur die gute Rente, die am Ende ja erarbeitet worden ist oder auch das. Warum bauen wir nicht in diesem Moment, und da gibt es ja Ansätze von der SPD und den Gewerkschaften, tatsächlich die Arbeitsversicherung zu einer echten Arbeitsversicherung? Also, dass wir diesen Wandel auch öffentlich finanzieren, weil ein Plus sind gut ausgebildete Menschen in Deutschland, die tatsächlich das auch erarbeiten. Aber wir werden durch die Digitalisierung, wir haben viel über Dekarbonisierung und CO2 gesprochen, aber die Form, wie wir arbeiten und wie wir Qualifikationen brauchen, werden sich durch die Digitalisierung auch ändern. Und da haben wir im Rhein-Sieg-Kreis eine Menge Ansatzpunkte, wo mittelständische Unternehmen, aber auch große Unternehmen sagen, das ist eine Chance. Denn dieser Trend muss ja kein Risiko und keine Bedrohung sein. Aber es braucht eine Absicherung, dass der Staat und auch wir durch Steuermittel oder auch einen Umbau der Arbeitsagentur dafür sorgen, dass man nicht nur den Fall der Arbeitslosigkeit betrachtet, sondern die Verhinderung von Arbeitslosigkeit in den Blick nimmt. Denn die Region Bonn-Rhein-Sieg ist gut aufgestellt, wenn man sich die formale Zahl anschaut, wie hoch Arbeitslosigkeit liegt und wie Beschäftigung liegt. Aber wir müssen da auch genauer ins Detail gucken. Sie ist ungleich verteilt. Und oft hängt es damit zusammen, dass es auch bei uns Strukturbrüche gab. Also dass man eben auch weiter von den Kreiszentren entfernt höhere Arbeitslosigkeit hat und eine ungünstige Kombination aus den entsprechenden Unternehmen, die nicht existieren. Also es wird immer sehr, sehr konkret. Deswegen möchte ich mich weiterhin als Bundestagsabgeordneter dafür einsetzen, dass eben jetzt nach der Corona-Phase nicht abgewürgt wird, sondern investiert wird in die Digitalisierung, aber auch in Qualifizierung. Und dass tatsächlich der Staat auch erkennt, wie es Olaf Scholz, unser Kanzlerkandidat, formuliert hat, er ist auch strategischer Investor. Deswegen sollten wir uns in unserem Land, aber auch lokal, auf Stärken besinnen. Ich bin unheimlich stolz darauf, dass jemand in Mainz einen Impfstoff entwickelt hat mit einer ganz tollen Biografie, die beiden, der dann dazu führt, dass wir weltweit die Pandemie bekämpfen können. Das sind Vorteile Europas. Es gibt keinen größeren, keinen freieren, keinen rechtsstaatlichen Raum Europas. Es gibt hier keinen Präsidenten, der über Nacht die Regeln ändert. Hier können wir Patente schützen, hier haben wir Bürgerinnen und Bürger Rechte, hier sind wir sozial gesichert. Das sind alles Pluspunkte für eine gute Entwicklung und die wird sehr konkret. Ja, lieber Sebastian, ganz herzlichen Dank für deinen Impuls. Auch da waren meines Erachtens sehr, sehr wichtige Punkte drin, die wir auch später in der Diskussion, zu der wir jetzt kommen, aufgreifen werden. Ich empfinde das ja so, dass es häufig, und das wurde ja auch in deinem Impuls insbesondere deutlich, Anja, dass es sozusagen anscheinend einen Widerspruch zwischen Ökonomie, Ökologie und Soziales gibt. Das wird ja häufig auch immer deutlich und du hast ja auch deutlich gemacht, dass es da Konflikte geben könnte. Und dafür hat ja auch der DGB in Nordrhein-Westfalen bestimmte Leitplanken definiert, die du kurz angesprochen hast, stark im Wandel. Vielleicht könntest du noch mal den einen oder anderen Punkt näher erläutern, weil ich finde, dass das durchaus Punkte sein könnten, die wir auch in die Politik tragen können. Ja, danke. Ja, ich glaube, das allererste, was mir noch mal wichtig wäre und was auch stark im Wandel, glaube ich, auszeichnet, ist, wir müssen einfach die Zusammenhänge sehen. Da hat Sebastian eben auch auf viele Aspekte hingewiesen. Ich finde, wir müssen die guten Qualitäten zusammenbringen. Wenn du eben von BioNTech gesprochen hast, die den Impfstoff entwickelt haben. Tolle Sache, die müssen jetzt nur noch die Mitbestimmung lernen. Und die müssen nur noch lernen, dass man auch Tarifverträge hat. Das sagt ja insbesondere die Gewerkschaft IGBCE, die da ja, glaube ich, auch zuständig ist, versucht da sozusagen gerade die Kontakt zu machen. Darum geht es, dass wir nicht mehr mit einem Aspekt alleine die Sachen
hinkriegen werden. Sebastian hat von Ausbildung gesprochen. Ganz, ganz wichtiges Thema, habe ich ja eben auch schon mal in meinem Beitrag gesagt, da müssen wir uns mehr drum kümmern und müssen auch da wieder die Beteiligten besser zusammenbringen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel für die Zukunft, ist genau diese Verknüpfung, über den eigenen Tellerrand hinweg zu gucken und die Beteiligten zusammenzuführen. Das Zweite, was natürlich ganz wesentlich ist, da hat ja Sebastian gerade auch nochmal ausführlich was zu gesagt, ist tatsächlich dieses Thema sichere Energieversorgung. Das treibt uns wirklich sehr, sehr um, weil es einfach so ist, unsere Industrie ist im Wettbewerb mit anderen Ländern und es ist nichts gewonnen, wenn zukünftig Produkte importiert werden, die aus ferneren Ländern kommen, die dann auch unter schlechteren Energiebilanzen produziert werden, als wir es bis jetzt können. Das heißt, da muss man einfach etwas umfassender herangehen. Das sind, glaube ich, sozusagen drei Aspekte. Mitbestimmung, also unser Sozialpartnermodell nutzen, weil es gibt so viele Studien, die das belegen. Man wundert sich da vielleicht erstmal, weil manchmal dauert es ja mit Betriebsrat oder mit Aufsichtsrat auch erstmal länger. Muss man auch nochmal ein bisschen mühsame Diskussionen über sich ergehen lassen oder so. Aber am Ende, und darauf kommt es an, sind die Lösungen besser und haben mehr Bestand. Und deshalb sind Unternehmen mit Betriebsräten und Unternehmen, die mitbestimmt sind, also mit Aufsichtsräten, einfach produktiver. Und das brauchen wir einfach. Mhm. Ich nenne das oft das Produktivitätspotenzial des Konfliktes. Ja, weil eben man streitet sich und anders als in anderen beteiligungsorientierten Modellen, wo dann der Streit so gelöst wird, dass am Ende der Chef sagt, das war gut, dass wir geredet haben, wir machen es jetzt selbst. Ich setze mal auch manchmal in solchen Runden auch an anderer Stelle, wo dann auch gesagt wird, das war sehr gut, wir danken dem DGB für seinen wichtigen Beitrag. Und dann sind die Ergebnisse aber nicht so, dass ich diesen Beitrag da wiederfinde. Das ist eine Form von Beteiligung, die ist durchaus wertvoll, aber Mitbestimmung, Tarifverträge ebenso wie Betriebsräte, fordern und erzwingen, dass man sich auf eine Lösung verständigt. Und deshalb werden die Lösungen besser. Und das ist genau das gleichschenklige Dreieck wieder, mit dem du angefangen hattest, sozial, ökologisch, ökonomisch, dass es wirklich in Einklang kommt. Ja, vielen Dank. Du hast kurz angedeutet, dass es ja durchaus sein kann, dass bestimmte Wertschöpfungsketten sozusagen aus unserem Land hinfortgehen, wenn die politischen Rahmenbedingungen nicht dementsprechend, dass man hier zukunftsfähig wirtschaften kann, sozusagen. Und du, Sebastian, hast ja das Thema Klimaclub angesprochen, was ja ein sehr interessanter Ansatz ist, um eben gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Vielleicht kannst du da noch einige Punkte dazu beitragen, wie das konkret aussehen könnte, dieses Modell des Klimaclubs, und welche Vorteile wir da als Exportland generieren können. Wissenschaftlich ist erwiesen, dass man den Energieträger, machen wir es mal am Beispiel der Stahlindustrie, ändern kann. Man muss ja nicht Kokskohle verfeuern, sondern man kann auch sagen, Wasserstoff kann das als Energieträger Nummer 1 nehmen, um als Stahlproduktion in Deutschland wesentlich CO2-neutral machen. Vor allen Dingen, wenn er grün produziert ist. Da gibt es ja auch andere Formen, wenn zu diesem Wasserstoff kommen. Es ist sehr energieintensiv. Also müssen wir uns sowieso überlegen, wie man das knappe Gut nutzt. Aber wenn ich am Ende ein Produkt habe, was in der Herstellung einfach teurer ist, weil der Energieträger sich verändert, dann ist doch die Frage, gibt es dafür einen Markt? Wir sollten uns auch eine Sache nicht vormachen. Etwa 40 Millionen Tonnen produzieren wir in Deutschland weltweit jährlich. Wenn man sich dann mal die 950 Millionen Tonnen in China anschaut, die unter ganz anderen sozialen und ökologischen Bedingungen hergestellt werden, muss man überlegen, ob gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen. Ich will jetzt nicht das hohe Lied der Zölle aufrufen. Aber man muss schon dafür sorgen, dass eine entsprechend faire Bepreisung stattfindet und keine Wettbewerbsverzerrung. Also jetzt fast Revolution, der Sozialdemokrat tritt für einen fairen Wettbewerb ein. Ja, natürlich. Man sollte nur nicht eben die ökologisch nicht guten Rahmenbedingungen privilegieren. Also dass man eben entsprechende Preise herstellt und für gleiche Rahmenbedingungen sorgt. Und das ist einer der Anregungen von Olaf Scholz zu sagen, gut, wir beweisen, dass wir innerhalb eines bestimmten Raums etwas schaffen, was dann am Ende auch marktgängig ist. Das Auto kann nach wie vor woanders produziert werden, man muss aber darstellen, wie Produktion stattfindet. Ich möchte aber auch ergänzen, dass wir sehr einfach ökologische Abdrücke herstellen. Ich glaube, dass wir ergänzen müssen, dass es auch soziale Abdrücke gibt von modernsten Technologien, wo die Rohstoffe unter schwierigsten oder menschenrechtswidrigen Bedingungen gefördert werden. Das heißt also, das, was wir mit Lieferkettengesetz auch schaffen, das Einhalten von Menschenrechten und Produktionsbedingungen
Ökologisch ist also Ökologie und soziale Rahmenbedingungen keine Feindschaft sind. Der Gegner von diesen fairen Rahmenbedingungen ist immer der ungeregelte Markt. Und deswegen brauchen wir eine Ordnung. Das ist die Idee solchen Klimaclubs, dass denn der Klimaschutz auch positiver Treiber ist. Und das ist ja eben das, was man eben in einem nächsten Schritt des Wandels jetzt nachweisen muss. Es wird eine Verbesserung, nicht nur eine Veränderung. Ja, vielen Dank. Aber auch hierzulande sind natürlich auch in den Betrieben Veränderungen notwendig, Stichwort Investitionen. Und da gibt es ja einige Vorschläge von den Gewerkschaften, beispielsweise der Transformationsfonds und Ähnliches. Wie siehst du das, liebe Anja? Meinst du, das würde die richtigen Rahmenbedingungen dafür bieten, dass wir sozusagen in Sprung kommen, in Zukunftstechnologien zu investieren? Oder siehst du das so nice to have an? Also ist das eine Grundvoraussetzung oder? Ich glaube, dass das total wichtig ist. Also Transformationsfonds werden unterschiedlich genannt. Wir nennen das Transformationsfonds. Das heißt, dass es einen Topf gibt, wo Geld bereitsteht, um die Unternehmen in diesem großen Wandelsprozess zu unterstützen. Weil das ist richtig, richtig teuer. Und es dauert lange, bis diese Technologien wirklich marktreif sind. Das dauert richtig lange. Und deshalb sozusagen muss es da auch Unterstützung geben. Und deshalb glaube ich, dass das eine wichtige Schlüsselgeschichte tatsächlich ist. Auch etwas eben, was jetzt auch auf keinen Fall wieder Finanzengpässen oder sowas zum Opfer fallen kann. Danke für die Aussage, auch dass man auch da optimistisch sein muss und dass man da Perspektiven schaffen muss. Wir können uns weder aus der Umweltkrise noch aus der Pandemiekrise heraus sparen. Müssen da investieren, deshalb ist es etwas ganz Wichtiges. Wir erleben es übrigens im Moment auch gerade andersrum. Auch also der Transformationsfonds löst nicht alles. Es ist ein wichtiges Thema, weil wir erleben es zurzeit. Es gibt ja viele Fördergelder. Aber was wir erleben ist, dass die Fördergelder vor allen Dingen in Forschung und Entwicklung gehen. Und sie gehen nicht an die Unternehmen. Wir haben Fälle auch wieder in dem Rheinischen Revier. Das ist so ein tolles Beispiel, weil wo gibt es 15 Milliarden Euro, um Zukunft zu gestalten? Deshalb kann man daran viel deutlich machen. Und da gibt es Unternehmen, die haben schon im letzten August fertige Förderanträge gemacht. Alle beteiligten Leute haben das Gutachten und haben gesagt, das sind gute Projekte, die muss man jetzt fördern. Und das Bundeswirtschaftsministerium und das Landeswirtschaftsministerium finden keine Förderzugänge. Weil unsere Förderlandschaft ist auf Wissenschaft ausgerichtet. Die können das. Das ist immer ein bisschen schwierig. Man muss das EU-gängig machen, also muss man mit dem EU-Recht zusammenkommen. Aber da muss man doch verdammt nochmal Lösungen. Das ist doch die Anforderung an Politik, dass man Lösungen finden muss. Transformationsfonds ist einer, aber eben wie gesagt nicht alles. Auch diese Förderlinien muss man einfach mal auch direkter an die Unternehmen rangehen. Das ist einfach neu, weil normalerweise, das muss man, glaube ich, schon wissen, es gibt schon Bereiche, wo Unternehmen ganz gerne auch Subventionen kassieren, aber es ist schon auch so, dass Unternehmen normalerweise die Sachen erstmal selber machen. Die wollen dann lieber keine Steuern zahlen, was auch falsch ist. Aber so. Und deshalb ist Politik darauf nicht so eingestellt. Die Wissenschaft wird gefördert und deshalb brauchen wir diese beiden Sachen. Transformationsfonds, glaube ich, ganz wichtig, gerade auch für kleinere Unternehmen, die sozusagen nicht diese ganzen unglaublich schwierigen, also wenn man von Entbürokratisierung oder der Wirtschaftsminister in NRW spricht, immer gerne von Entfesselung. Das wäre mal eine Entfesselungsmaßnahme, wenn es einen Transformationsfonds gäbe, weil da könnten dann die kleineren Unternehmen zugreifen und können sich eben fit machen, was sie so einfach nicht schaffen werden. Und dazu ist dieser Wandel einfach zu groß. Ist halt keine normale Strukturwandel. Möchtest du was dazu sagen, lieber Sebastian? Ihr wurdet ja gerade direkt adressiert als Politik sozusagen. Ja, also weil die Menge an Zielen wird ja in der Politik nicht weniger. Das soll jetzt nicht zu verallgemeinern klingen. Ich bin ja auch froh, dass es eine hohe Akzeptanz gibt, Klimaschutz eine besondere Bedeutung zu zumessen. Aber das Spannende ist ja der Weg. Also welche Instrumentarien habe ich? Welche Rolle nimmt auch der Staat ein? Also wir sind auch für eine aktive Industriepolitik, die auch in einer Kombination aus Anreizen besteht, auch der Bereitschaft, Investitionen zu tätigen oder auch Unternehmen zu privilegieren, die tatsächlich dem gerecht werden. Also man kann ja auch umgekehrt subventionieren, also dass man sagt, dass eine bestimmte Förderung kommt mit bestimmten Unternehmen zugute. Und nochmal eine Lanze jetzt einmal nochmal sehr deutlich, die große Schritte des Wandels in unserem Land haben in bestimmten Bereichen stattgefunden. Also wenn ich über Stahlkohle, über Braunkohle und über Atom rede, sind das Bereiche, in denen Gewerkschaften sehr, sehr stark waren. Und wenn ich mir anschaue, dass eine IG Metall da auch ganz viel Anschub gegeben hat in der Automobilindustrie, zu sagen, Moment mal,
Wir werden über Antriebsstrang reden müssen. Wir werden darüber reden müssen, wie gehen wir eigentlich mit Zulieferern um? Wie gehen wir eigentlich mit der Sicherung von Wertschöpfungsketten, die ja in Deutschland besonders tief sind, aber auch schon mit Rundstoffen beginnen? Wie gehen wir damit um? Das sind Bereiche, die auch aus den Gewerkschaften kommen. Mhm. Nicht nur von der sogenannten Unternehmensseite. Manches Mal sind sogar, Stichwort Rheinisches Revier, gerade die Gewerkschaften wesentlich weiter als die Arbeitgeber, die Eigentümer. Mhm. Weil da gibt es auch noch manchmal ganz andere Interessen lang. Ich habe also auch sehr bewusst zur gegebenen Zeit im Strukturwandelprozess gesagt, noch in anderer Rolle, ich möchte nicht, dass das Geld über irgendwelche Ausschüttungen an Aktionäre ausfließt. Da muss ein Unternehmen auch seinen Beitrag leisten. Das ist auch Teil des Sozial- partnerschaftlichen Modells. Also da gibt es also eine hohe Verantwortung politisch vorzunehmen. Ich habe für einen Teil, weil ich im Innenausschuss des Deutschen Bundestags bin, ich bin dort auch für die Bereiche IT-Sicherheit und Cyber-Security zuständig. Wir müssen bei den 3Ds die Dekarbonisierung, CO2, dann die Digitalisierung aber auch mitdenken. Das ist etwas, wo wir gerade mit Blick auf kleinere und mittelständische Unternehmen auch nochmal Aspekte der Sicherheit und natürlich auch die Form, wie gehe ich mit Daten um, wie kann ich das auch Datenschutzform wirklich generieren, wie kann man daraus auch etwas machen. Da sind enorme Ressourcen und enorme Effizienzen, die wir noch heben können. Das merken wir auch, wie schnell Akzeptanz zum Beispiel entsteht. Für eine Corona-Warn-App mit Datenschutz bei uns in Deutschland, in anderen Ländern eher wenig. Da sind Reserven, sage ich mal vorsichtig. Und das kann ein Staat, indem er entsprechende Verschlüsselungstechnologien und auch IT-Sicherheit auch nochmal gezielt Anreiz auch etwas schaffen, bis hin zum Patentschutz oder auch Ausbildung von entsprechenden Expertinnen und Experten. Das tun wir auch zum Beispiel über die Hochschule für angewandte Wissenschaften, gerade hier in der Region Bonn-Rhein-Sieg, ist eine öffentliche Förderung gewesen, dass eine solche Hochschule entsteht, infolge des Berlin-Bonn-Umzugs. Da sage mal, der Staat hätte keine gute Ideen. Wir haben jetzt sehr viel über Herausforderungen sozusagen gesprochen. Es gibt ja natürlich einiges zu tun. In vielen Unternehmen muss sehr viel investiert werden, um zukunftsfähig zu sein. Aber welche Chancen ergeben sich denn daraus aus deiner Sicht, Anja? Also hast du da konkrete Beispiele vor Augen, wo du sagst, das ist ein Zukunftsfeld, da müssen wir reingehen und da ergeben sich auch Arbeitsplatzeffekte, wovon die Menschen in der Region profitieren? Also ich glaube, wir können ja unheimlich viel. Also wir haben die Chance, das CO2-neutrale Stahlwerk zu schaffen. Übrigens auch ein Ergebnis von Mitbestimmung. Also ich bin fest davon überzeugt, dass ist ja über Jahre gewachsen, dass man sich dort in dem Unternehmen sehr viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt hat. Ich bin fest davon überzeugt, ohne das Treiben von Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsräten, die immer auch auf gesellschaftliche Themen und Verantwortung hinweisen, hätte man das gar nicht eingerichtet, so ein Riesenprojekt. Das wäre ja großartig, wenn wir das sozusagen entwickeln. Ich habe jetzt gerade auf dem Tisch eben gehabt, dieses Beispiel von einer großen Aluminiumwerke da in Neuss, wo es eben auch wieder um neue Verfahren geht, wo man, also wir können CO2-neutral produzieren in ganz vielen Bereichen. Die Recyclingwirtschaft ist auch ein Riesenthema, übrigens auch eins, wo Arbeitsplätze entstehen können. Ich wundere mich, dass das sozusagen bisher auch so wenig entwickelt wird, ist meine These ist ja, dass man ein bisschen zu viel forscht und ein bisschen zu wenig Hand anlegt, aber das gibt ja schon auch eine ganze Menge, die das tun, die sich ums Praktische kümmern. Also ich glaube, wir haben eine Riesenchance, auch neue Arbeitsplätze tatsächlich entstehen zu lassen. Wir haben auch eine Riesenchance in Deutschland, weil wir eigentlich noch einen recht guten gesellschaftlichen Zusammenhalt haben, weil man darf das, glaube ich, nicht übersehen. Diese Riesen Auseinandersetzung, diese Riesenwandlungsprozesse verunsichern zum einen ja die Menschen ganz, ganz stark. Die einen treibt die Umwelt um, die anderen treibt soziale Ungerechtigkeit um, die dritten treibt auch um, wie sie ihre Firmen durch den Wandel kriegen. Und wenn sich das alles gegeneinander aufstellt, dann haben wir alle miteinander verloren. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance, dass wir das eben entsprechend voranbringen. Allerdings bin ich natürlich auch schon in Sorge. Also die Vision habe ich schon, das ist aber das, wenn ich vorhin gesagt habe, aktive Industriepolitik. Ich wünsche mir, und das kann man, Sebastian, eben nur, wie du es eben auch beschildert hast, das kann man nur konkret. Man muss sich angucken, was habe ich für Chancen und für Potenziale in meiner Region oder hier in Nordrhein-Westfalen. Da muss man versuchen, die Leute, die das können, zusammenzubringen. Also auch die Unternehmen, die Wissenschaften, die Gewerkschaften. Wir fordern ja auch Transformationsbeiräte, und zwar regional. Ist auch so wichtig. Die Arbeitsagenturen müssen mit dazu, wegen dem Qualifizieren, was du angesprochen hast. Also wir haben, glaube ich, wirklich ganz viel gutes Rüstzeug dafür, aber es ist eben sehr auf der Kippe im Moment, weil die Frage halt wirklich ist, investieren wir da rein, bauen wir unsere Stärken aus,
Mitbestimmung, habe ich vorhin im Eingangsentwurf gesagt, ist eine riesen Stärke, die wir haben, um die sich andere wollten jetzt auch Kurzarbeitergeld und so weiter kopieren und nachmachen. Also ja, wir könnten es machen, aber es steht wirklich sehr auf der Kippe, weshalb ich glaube, dass es ganz, ganz entscheidend ist, was jetzt in den nächsten Wochen, Monaten passiert, auch welche Mehrheiten es nach den Bundestagswahlen gibt. Das ist auch für uns als DGB absolut wichtig und entscheidend. Ja, ja, vielen Dank. Roundabout 25.000 Menschen arbeiten in der Stahlbranche, wenn mich nicht alles täuscht, in Nordrhein-Westfalen. Und da hast du ja auch davon gesprochen, die Zukunftsfähigkeit herzustellen, indem man da beispielsweise eine anständige Wasserstoffanbindung herstellt. Wie sieht das eigentlich die Politik, Sebastian? Sind da einige Impulse auf dem Weg oder ist da schon einiges passiert, dass man die Zukunftsfähigkeit in der Branche beispielsweise, aber auch in der chemischen Industrie, wo ja einige Investitionen notwendig sind, ist da schon einiges vorangetrieben worden in dieser Legislaturperiode? Und was habt ihr noch vor als SPD? Zunächst mal ist entscheidend das Bekenntnis, dass man diese Industrien halten will. Das ist also nicht, dass ein Ziel erreicht wird, indem ich eine Produktion abbaue, um ein bestimmtes Klimaziel zu erreichen, sondern auch nochmal anzuerkennen, dass bestimmte Bereiche, wir haben ja Sektoren, die wir betrachten, hat der Automobilverkehr in Deutschland viel zu wenig beigetragen, auch im Gebäudesektor können wir besser werden, dass tatsächlich also gesagt wird, wir wollen die Industrien erhalten, deswegen sind Transformationsaspekte ganz wichtig, ein Transformationsfonds, das soll bestehen. Das, wo ich Anja Weber ausdrücklich nochmal unterstreiche, also aus der Forschung ins Tun kommen, die ermittelten Beträge pro Stahlwerk auch tatsächlich öffentlich abzusichern, zu sagen, das ist etwas, wo wir sagen, okay, das ist die Milliarde für den Standort, das ist uns bewusst etwas zu tun. Wir haben Lösungen gefunden, bis hin zur Notifizierung bei der EU, was ja auch sehr schwierig ist für energieintensive Betriebe, dass also tatsächlich das glaube ich, schwieriger ist, die Phase vom Zustand 1, in dem wir jetzt sind, zum Zustand 2, also diese Übergangsphase so zu gestalten, dass es eben nicht zu dem Bruch kommt. Mhm. Das ist das Entscheidende. Und das kostet Geld. Und das ist eine Kombination aus Investitionsbereitschaft der Privaten, das ist aber auch eine Investitionsbereitschaft der öffentlichen Seite, zu sagen, das sichern wir ab. Das ist das eine. Es findet sich eben entsprechende Modellformen. Also das Klimaschutzgesetz, das Svenja Schulze voranbringt, ist auch immer darauf ausgerichtet, es zu konkret zu machen und auch tatsächlich entsprechende Technologien bis in den Bereich der Automobilwirtschaft zu fordern. Stichwort auch Anreize für Elektromobilität, Herstellung von Ladesäulen und so weiter. Dann wird es nämlich konkret auch marktgängig zu machen, herzustellen. Und eine Sache, die ist mir jetzt in der Diskussion nochmal bewusster geworden. Es gibt ja zwei Schrauben, warum Veränderungen stattfinden. Mache ich das unter Druck, weil ich es muss, oder will ich das? Und ich glaube, dass wir darüber noch stärker reden müssen. Wollen wir das wirklich? Ist das eine Einladung in die Zukunft oder ist es die Furcht vor der Zukunft, die fremdbestimmt ist? Mhm. Das ist ein ganz entscheidender Schritt, dass wir jetzt erkennen, jetzt können wir das selbstbestimmt anpacken. Mit guten Dingen, die wir in der Vergangenheit erreicht haben, aber das wollen wir jetzt in die Zukunft transformieren. Und das ist der Moment. Und die Einladung an diejenigen, um die es geht, um die, die sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen, zu erkennen, dass es echte Angst und Sorgen gibt. Es gibt Menschen, die haben mehr Angst vor dem Ende des Monats, als vor dem, was ist mit der Klimakrise? Weil das mit dem Geld nicht stimmt, weil das mit den Energiekosten nicht stimmt, weil wir erkennen, ich bin Sozialdemokrat, die wohnen in den Häusern, wo schlechter gedämmt ist oder wo der Nahverkehr nicht. Die dürfen aber nicht Masse sein. Das sind doch die liebe Mitbürger, die ich vertrete. Ja. Darum geht es doch, dass man eben eine Einladung dazu macht, wir wollen das gemeinsam bewegen und die Einladung ist es hinzubringen. Die Amerikaner spucken manchmal in die Hände und sagen, wir bringen einen Mann auf den Mond oder eine Frau. Wenn wir da sagen, ja, wir schaffen das. Wir bleiben ein Industriestaat mit einer hohen Mitbestimmung. Wir werden aber dafür sorgen, dass die Form, wie wir Energie erzeugen, so gestaltet ist, dass sich auch unsere Kinder keine Angst vor der Zukunft machen müssen. Sondern sagen, das ist eine Lebenswelt. Das ist was Offenes. Und darüber müssen wir bei der Bundestagswahl streiten. Dass es tatsächlich auch dazu führt, dass es eine Verbesserung wird. Ich glaube, bei diesem Schritt, das ist aus meiner Sicht der vierte Schritt der Industrialisierung, der ist offener denn je. Ist dieser Schritt geeignet dazu, dass es besser wird? Sozial, mitbestimmt, dass es eben etwas wird, wo es für Mitarbeiter einfacher wird.
das, was Willy Brandt geschafft hat, dass man gesünder lebt, dass man bessere Arbeitsplätze hat, dass man auch etwas davon hat auf die hohe Kante. Und das ist offen. Das muss man leider so sagen. Das ist nicht klar. Weil manche Dinge in der Vergangenheit auch einfach grottenschlecht gemanagt waren. Ich darf das mal sagen. Also wenn ich mir bestimmte Länder anschaue, die da schwarz-grün regiert sind, da ist der Windkraftzubau am geringsten. Das tut mir leid. Wenn man nur mal objektiv betrachtet, man kann nicht theoretisch für Erneuerbare sein, sondern immer nur konkret. Das muss man auch dann aushalten. Ja. Zum Thema Erneuerbare, wir werden ja enormen Strombedarf haben und noch ist ja relativ unklar, ob wir das selbst decken können aus den erneuerbaren Energiequellen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist der Punkt, du hast ja das Thema Belegschaften angesprochen. Und liebe Anja, wie siehst du das? Werden die Belegschaften in diesem Veränderungsprozess eigentlich mitgenommen oder läuft das so an denen vorbei und sie kommen morgen zur Arbeit und auf einmal steht ein neues klimaneutrales Werk da? Also mehr mitnehmen wäre besser. Das ist ja wie immer mal so, mal so. Wir haben die Erfahrung in einigen Bereichen. Also wir haben ja tolle Prozesse jetzt im Bereich Digitalisierung. Das gehört ja auch dazu, das Projekt Arbeit 2020, was wir jetzt auch mit unseren Gewerkschaften gemacht haben, mit damals unter Rot-Grün begonnen, unter Schwarz-Gelb fortgesetzt. Übrigens, das finde ich auch eine tolle Sache. Wir haben eine Menge guter Dinge, die wir unter Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen begonnen haben, es geschafft ist, auch unter Schwarz-Gelb fortzuführen. Das, finde ich, ist eine gute Geschichte. Also da, wo dann wieder, also Arbeit 2020 bedeutet, dass in den Betrieben Betriebsräte, Unternehmensleitungen und Beschäftigte gemeinsam gucken, wie fit ist unser Unternehmen für den digitalen Wandel und für die Zukunft. Da kommen jetzt natürlich auch die anderen Transformationsthemen sehr maßgeblich mit hinein. Da werden die Leute gut mitgenommen und das Ergebnis ist eben genau auch aus solchen Prozessen, wo eben auch wieder eine verbindliche Teilhabe, das ist, glaube ich, immer wieder der große Qualitätsunterschied. Beteiligungsorientierung machen viele, aber dass es eine verbindliche Teilhabe organisiert wird, ist das Ergebnis auch, dass die Beschäftigten offener sind für diesen Prozess. Mhm. Also man muss in der Tat frühzeitig mit ihnen sprechen und man muss sie sozusagen auch in die Diskussion einbeziehen. Die Erfahrung ist aber auch, dass in ganz vielen Bereichen, wo unsere Kolleginnen und Kollegen sind, tatsächlich die Sorge, auch teilweise die Verärgerung überwiegt, weil eben das unzureichend stattfindet. Wir wissen, wir haben immer weniger Tarifverträge. Wir haben auch nur noch jeder zweite Beschäftigte ungefähr fällt unter den Schutz eines Betriebsrates. Also deshalb ist das sehr zweigeteilt in der Wirtschaft und da haben wir einen großen, großen Aufholbedarf, weil ich schon auch manchmal fürchte, dass es dann am Ende so wird, die Wohlhabenden, die können den CO2-Preis zahlen, kaufen sich noch ein Elektroauto, wenn es nach Herrn Söder geht, kriegen sie dann auch noch einen Parkplatz, einen kostenlosen, das hat der Bayer ja vorgeschlagen, dass E-Autofahrer kostenlos parken dürfen in Innenstädten und die anderen wissen nicht mehr, wie sie ihr ÖPNV-Ticket bezahlen sollen, weil die Heizkosten zu hoch geworden sind. Da dürfen wir nicht hinkommen und diese Sorge ist natürlich schon sehr akut und ich finde, wir sind da im Moment auch wirklich in einer sehr, sehr ernstzunehmenden Zeit, das muss ich sagen, weil ich in unseren Reihen auch sehr viel Wut, auch sehr viel Verzweiflung wahrnehme und deshalb, wir müssen einfach immer beides sehen. Ja, wir machen sehr vieles gut, wir haben viele Chancen, wir haben mit Gewerkschaften, mit den unglaublich vielen tollen Betriebs- und Personalräten haben wir richtig viel Fundament auch an Kraft, wir haben auch viele gute Politiker und Politikerinnen, das muss man auch mal sagen, weil da ja auch zu oft geschimpft wird und alle über einen Kamm gezogen werden, aber die Sorge und die Nöte sind im Moment sehr groß und diese Klimadebatte ist natürlich vielfach auch eine recht akademische, das muss man sagen und wird von denen sehr massiv geführt, die dann auch kein Problem haben, sich ein E-Auto zu kaufen. Ja, vielen Dank. Ja, das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt, dass, du hast es angesprochen, eine sehr akademische Debatte. Umso mehr freut es mich, dass Sebastian hier nochmal die Lanze für die Industriearbeiterinnen und Arbeiter bricht und nochmal ihre Probleme möglicherweise fokussiert und thematisiert. Das ist ja eine der Grundvoraussetzungen, dass man die Probleme dieser Menschen mitdenkt. Aber welche Rahmenbedingungen müssen darüber hinaus geschaffen werden, dass man nicht nur Arbeit erhalten möchte in unserem Land und in unserem Rhein-Sieg-Kreis, sondern möglicherweise auch ausbauen in neuen Feldern. Vielleicht kannst du deine Idee für den Rhein-Sieg-Kreis nochmal erörtern, um das nochmal deutlich zu machen, welche Punkte wir hier angehen müssen. Ich glaube, wir haben viel über Wandel gesprochen. Und ich glaube, dass unsere Region natürlich auch im Laufe der Zeit öfter einen Wandel erfahren hat. Natürlich mit der jungen Republik. Ich bin mir jetzt unverdächtig, total von früher zu erzählen. Ich bin 1977 geboren.
aber die Chance, dass wir den Regierungssitz bekommen haben. Dann sich nochmal neu zu erfinden mit dem Regierungsumzug, zu sagen, wir wollen ein paar Funktionen hier in die Region hinbekommen, bis hin zu Ansiedlung, wo wir ganz gezielt gesagt haben, da machen wir Standortpolitik. Ob es ein ICE halt ist, ob es eine bestimmte Hochschule ist, die wir angesiedelt haben, die übrigens ganz stark auch immer in den Transfer in die Wirtschaft, das ja auch angemahnt worden ist, immer dafür sorgt, aus denen auch Unternehmen und Anwendungen kommen. Aber indem wir auch eine starke Sozialpartnerschaft mit starken Gewerkschaften haben. Und ich glaube, dass dieser Wandel jetzt eben in dem nächsten Schritt auch einfach ein paar vernünftige Rahmenbedingungen braucht. Das wird eben sein, eine kommunale Entschuldung, weil diese kommunale Entschuldung ist zwingend notwendig. Denn die hohen Schuldenstände der Städte und Gemeinden in Bonn-Rhein-Sieg, 1,8 Milliarden, 2,4 insgesamt, wenn man Bonn-Rhein-Sieg mal zusammenfasst, das ist ein Investitionshemmnis. Das ist ein Risiko für die Zukunft. Wenn Menschen hier in der Region keine vernünftige Kita-Betreuung finden, keine vernünftige Sozialinfrastruktur, einen mangelhaft ausgebauten Nahverkehr, dann ist das ein Hemmnis für unsere Region. Dafür will ich mich einsetzen. Also dass dieser Startfaktor, dieser Dammbruch stattfindet, wenn die Kommunen entschuldet sind. Und Olaf Scholz hat das als Kanzlerkandidat und als Finanzminister gesagt, ich will, dass Bund und Länder die Schulden der am stärksten verschuldeten Kommunen übernehmen. Das sind viele Milliarden Euro, aber dann geht es los, weil dann wird die Investition in den Breitbandausbau, in die soziale Infrastruktur getätigt. Also den Wandel von der Kommune her möglich machen. Der zweite Punkt ist, die Stärken auch erkennen. Wir haben Unternehmen, die sowohl auf den unterschiedlichen Stufen der Wertschöpfung sind, aber ich habe Unternehmen besucht, die in der Lage sind, Wasserstoff zu speichern, ohne dass es gleich explodiert, sondern total sicher ist. Ich mache keine Schleichwerbung, nehme überhaupt keinen Namen hier. Aber es gibt Unternehmen, die geforscht haben, wie man effizienter umgeht. Das ist die Ressource. Das ist übrigens auch eine Trennung zwischen den politischen Kräften. Ich bin Sozialdemokrat. Für mich sind Wissenschaft, Forschung und Technik Teil der Lösung und nicht per se Teil des Problems. Das ist erstmal neutral, da muss man eben ran. Und das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, es gibt eine Menge, die wollen. Wir sind hier auch gut aufgestellt, was Berufsschulen angeht, was Kollegs angeht, was aber auch teilweise Unternehmen mit vorbildlichen Ausbildungsquoten angeht. Ich möchte die stärker privilegieren. Wenn zum Beispiel so ein 1-Euro-Ticket ist ganz toll, die Diskussion, oder ein Studieticket, Azubis müssen auch vernünftig zur Arbeit kommen. Ja. Das gehört in der Region zusammen. Ja, vielen Dank, lieber Sebastian. Ich schaue mal in den Chat, ob schon einige Fragen eingegangen sind. Das ist bisher noch nicht der Fall gewesen. Würde die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch mal bitten, vielleicht Fragen reinzustellen. Wenn euch noch was unter den Fingernägeln brennt, immer her damit. Dann werden wir sie gerne in die Diskussion einfließen lassen. Gerne möchte ich auch dir die gleiche Frage stellen, liebe Anja. Welche Rahmenbedingungen müssen deiner Meinung nach gesetzt werden, damit wir sozusagen zukunftsfähig werden als Land? Also das eine ist eben, dass wir bei allen Dingen, was Energie und so weiter anlangt, immer gucken müssen, dass Industrie auch im internationalen Wettbewerb ist und dass wir nichts davon haben, wenn die Sachen da abwandern. Das ist auch eine wichtige Rahmenbedingung. So, das zweite bin ich absolut bei Sebastian. Die kommunale Entschuldung liegt mir unglaublich am Herzen, weil das so viel damit zu tun hat, die Menschen mitzunehmen. Das zweite ist sozusagen, wir müssen für den Klimaschutz ja von den verschiedenen Seiten, die Beiträge haben. Gebäudesanierung ist ein Riesenthema und auch da sind sozusagen Kommunen an ganz vielen Punkten sozusagen im Boot und gefordert. Ich finde gut auch das Thema, was du gerade angesprochen hast, Ausbildung, weil das ist auch eine der Rahmenbedingungen. Bildung, Qualifizierung ist sowieso eine Schlüsselfrage auch für das zukünftig bessere Leben, wenn wir das hinkriegen wollen. Und da finde ich den Gedanken eben gut, dass die Unternehmen entlastet werden, die ausbilden und die belasten, die das nicht tun. Im Handwerk, das Handwerk bildet ja recht gut aus und die verlieren jedes Jahr Hunderttausende von Fachkräften, weil die dann in die Bereiche gehen, wo die nicht ausbilden. Das liegt zum einen am Handwerk selber, weil die müssten mal wieder sich der Tarifbindung kompletter zuwenden. Aber das andere ist eben auch, das ist ja nicht die richtige Lösung. Deshalb sagen wir ja Ausbildungsgarantie und Ausbildungsumlage, was eben den Effekt hätte, dass man damit die Unternehmen, die nicht ausbilden, belastet und die anderen entlastet. Das wäre auch eine tolle Sache.
Das wären jetzt mal zwei Punkte von den unglaublich vielen. Also um Ausbildung müssen wir uns wirklich sehr, sehr stark kümmern. Und vielleicht noch etwas, das ist jetzt nicht das industriepolitische Thema im engeren Sinne, aber ich glaube eben, wir müssen uns wirklich auch noch mal genauer hingucken bei dem ganzen Thema von Armut. Mhm. Weil, also wir haben, die Unternehmen klagen über Fachkräftemangel. Und jeder fünfte junge Erwachsene in Nordrhein-Westfalen bleibt ohne Ausbildung. Und das ist der sicherste Weg in die Langzeitarbeitslosigkeit. Was für eine Verschwendung von Ressourcen. Und wir haben es jetzt ja teilweise in der Pandemie auch erlebt, dass natürlich Bildung, Einkommenssituation, Wohnsituation ganz viel damit zu tun haben, auch wie Menschen sich schützen können oder auch nicht. Das werden wir beim Klima genauso erleben. Also deshalb finde ich sozusagen, muss man, Sebastian, du hast ja auch vieles auch in den Zusammenhang gestellt, man muss das sehen. Und ich glaube, eine ganz wichtige Rahmenbedingung ist, dass wir uns diesem Thema von Armut und Armutsbekämpfung noch mal mehr stellen. Das ist natürlich wieder das Thema auch Tarifbindung, das ist das Thema Ausbildung, aber es gibt da auch noch, glaube ich, einiges mehr, was man einfach machen darf. Und die Klimapolitik darf eben nicht zu einem privilegierten Projekt werden. Das wäre, glaube ich, gesellschaftlich ganz fatal. Und da haben wir noch nicht überall die Lösung aus meiner Sicht. Ja, vielen Dank. Wir haben ja auch gerade über das Thema Ausbildung und Fachkräfte gesprochen. Sebastian, wie siehst du das? Was müssen da für Impulse geleistet werden? In Anbetracht der Zeit vielleicht eine ganz kurze Impulsantwort zu dieser Frage. Also was müssen wir für Rahmenbedingungen schaffen, damit wir sozusagen viel mehr Menschen in Ausbildung und in Weiterbildung bekommen? Ich kann ja nochmal das von Anja Weber unterstreichen, dass man tatsächlich also eine Privilegierung für die, die sich, die um sich um auch Ausbildung bemühen, kümmern. Bei manchen Teilen in der Diskussion kommt es mir etwas kurz, dass gesagt wird, also der Staat soll auf der einen Seite keine Steuern einnehmen, auf der anderen Seite investieren wir die aber auch zum Beispiel in gute Bildungseinrichtungen. Man beneidet uns um duale Ausbildung und man beneidet uns, dass wir auch sehr praxisorientierte Studiengänge haben. Da auch über die Stärken reden. Und ich glaube, was man einfach stärker denken muss, dass man regional sehr unterschiedliche Arbeitsmärkte hat. Also die Region hier Bonn-Rhein-Sieg kann ich nicht pauschal mit anderen Landesteilen vergleichen. Deswegen setze ich mir auch zum Beispiel dafür ein, das ist mein Impuls, dass, da bin ich sehr mit Verdi, zum Beispiel die Telekom auch ihre Ausbildungsquote hochhält. Wenn ich hier die Form habe der Präsenz, will ich auch dafür nochmal werben, da habe ich mit Bundestagsabgeordneten zum Beispiel für gekämpft. Das ist konkret. Nicht immer nur in Zielen und abstrakt, sondern da muss man auch wirklich kämpfen, sich vors Werkstor stellen und rumnerven. Das ist auch die Aufgabe des Abgeordneten. Genau. Vielleicht darf ich auch nochmal an einer konkreten Stelle, weil mir das eben nochmal aufgefallen war, einfach auch nochmal Beispiel oder so vermitteln. Ich weiß, Sebastian, wir haben uns vor ungefähr 2,5 Jahren über das Thema Kommunalfinanzen und die Bedeutung von Kommunalentschuldung unterhalten. Damals hat in Berlin doch keiner nach dem Thema gekräht. Und ich glaube, dass es wirklich so ist, dass wir gemeinsam das Thema, also ich habe es im DGB nach vorne getragen, habe dann im DGB auch auf der Bundesebene gesagt, Leute, wir müssen da was tun, weil die Menschen leben vor Ort. Wir kriegen das anders nicht hin. Wir haben immer wieder zwischendrin gesprochen. Ich habe gesagt, ich erwarte das auch von der SPD, dass die da was macht. Du hast es in den Bundestag mit reingetragen. Ich war damals in der SPD-Landesgruppe, bei der Bundestagsfraktion, bei den NRW-Abgeordneten erstmal. Die haben das weitergetragen. Und dann, das finde ich, innerhalb von 2 Jahren, weil vorher haben hier in Nordrhein-Westfalen die betroffenen Kommunen geschrien, aber die anderen nicht, ist es tatsächlich gelungen, dass Olaf Scholz einen Vorschlag dafür vorgelegt ist. Der ist dann an der CDU gescheitert. Übrigens, maßgeblich sind da ja auch immer die Bayern, die übrigens von unserer Industrie, das muss man immer dazu sagen, unsere industriepolitische Leistung in Nordrhein-Westfalen hat dazu geführt, dass Bayern heute so darstellt, weil jahrzehntelang Nordrhein-Westfalen Bayern finanziert hat. Jetzt haben wir es im Bund nicht gekriegt. Wir werden da dranbleiben. Ich sage jetzt immer, jetzt muss es einfach die CDU im Land hier in NRW machen. Das ist mir völlig egal, wer es macht. Es ist nämlich nur ein Beispiel, dass man wirklich konkret hingucken muss und die Dinge konkret vorangucken muss. Und insoweit bin ich da zuversichtlich, dass das Glas im Moment noch halb leer ist. Wir haben noch keine Lösung. Es bleibt eine Schlüssellösung. Aber ich bin da auch ein bisschen stolz drauf. Das zeigt eben, wie so ein Zusammenwirken tatsächlich funktionieren kann. Wir sind noch nicht ganz durch die Tür, aber ich hoffe, dass wir durch die Tür kommen wollen. Der Impuls kam aus NRW. Ja. Und der Begriff Stunde Null kam von einem Landesparteitag. Ich kann mich an den noch gut erinnern. Wir haben eine Zuschauerfrage. Ich lese das mal vor.
Wenn wir das gleiche Geld in die reale Produktion und Dienstleistung stecken würden, wie in die Finanzspekulation, würde sich zwar die Geldumlaufgeschwindigkeit verlangsamen, aber der reale Wert steigen. Hier muss dringend reguliert werden. Wenn ich das richtig interpretiere, geht es da um das Thema Besteuerung von Arbeit und Kapital. Mhm. Vielleicht kannst du, lieber Sebastian, kurz dazu Stellung beziehen, wie du das siehst. Und dann würden wir auch nach der Beantwortung der Frage in die Abschlussrunde mit einer letzten Frage einsteigen. Er ist namentlich nicht erwähnt worden, Olaf Scholz hat aber Initiativen ergriffen. Das ist eigentlich eine Aufgabe, die aus der Finanz- und Wirtschaftskrise schon kommt, 2008, 2009. Deswegen muss man auch aufpassen bei Corona. Vorsicht, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Wer jetzt behauptet, vollautomatisch wird alles anders, besser, wir bezahlen in der Pflege, im Krankenhaus anders und machen automatisch ein solidarisches Gesundheitssystem. Das geht nicht so einfach. Man muss dafür einen politischen Willen haben. Und diese Regulierung der Finanzmärkte und Börsen hat 2008, 2009 nicht stattgefunden. Das ist in der Form nie eingelöst worden. Und daher ist es gut, dass es jetzt zum Beispiel auch aus den USA eine Akzeptanz gibt für eine Mindestbesteuerung. Und dass die vier Großen der Digitalisierung, Facebook, Apple, Amazon und Google, endlich ihre Beiträge leisten. Das ist die größte Wettbewerbsverzerrung der Welt, dass also da auch teilweise Steuersparmodelle so weit gehen und dann teilweise europäische Staaten mitmachen. Also ganz klar, alle auch einen Beitrag leisten lassen. Zweitens, bestimmte Formen der Spekulation wirklich auch insofern negativ privilegieren, dass man sie verhindert. Also gar nicht so sehr nur einen Anteil davon ein, das ist riskant, das ist eine Gefährdung des Wohlstandes, diese Zockerei. Und wenn wir da umgekehrt, also zum Beispiel Investitionen privilegieren, wie das über Anreize und Abschreibungsmöglichkeiten auch nach Steuerrecht nicht nur national, sondern auch europäisch möglich ist, hat das meine absolute Unterstützung. Tolle Frage, Steilvorlage war nicht bestellt, finde ich aber klasse. Ja, die Frage kam von einem IGBCE-Kollegen, der auch im DGB sehr aktiv ist. Ich würde jetzt in die letzte Runde sozusagen einsteigen, weil wir auch sehr fortgeschritten sind mit der Zeit. Und würde euch einmal um die Beantwortung der Frage bitten und vielleicht um drei Kernforderungen für die Bundestagswahl. Also wo wir die Rahmenbedingungen setzen, um zukunftsfähig zu bleiben als Land. Wir haben auch viel darüber gesprochen. Aber wie würdet ihr das sehen? Was unterscheidet diese industrielle Umwälzung von früheren Modernisierungsschüben, die wir schon als Industrieland erlebt haben? Vielleicht möchtest du einsteigen, liebe Anja. Ja. Also ich glaube, es hat auch früher schon ganz grundlegende Veränderungen erzählt oder sowas. Was ich glaube, was das Besondere tatsächlich ist, ist diese ungeheure Geschwindigkeit, die wir zurzeit erleben. Ich weiß, auch in anderen fundamentalen Veränderungsprozessen sind Menschen auch sehr verunsichert worden. Es gibt immer das Beispiel, dass Menschen früher, wenn so ein Zug mit Tempo 30, mehr konnte der damals nicht los, wo das den Leuten schwindelig wurde, weil sie die Geschwindigkeit nicht konnten. Also Veränderungsprozesse haben auch früher schon schwindelig gemacht, aber es ist trotzdem eine unglaublich hohe Geschwindigkeit und diese große Komplexität. Wir sehen ja jeden Tag auch die Vielfalt an Problemen, die wir alle lösen müssten. Und das führt zu einer sehr großen Überforderung. Es gibt eine Lösung, das ist Solidarität und Beteiligung, weil eben im Zusammenwirken, im Delegieren, im Einbeziehen lässt sich das eben dann doch bewältigen. Aber ich glaube, man muss sich das einfach auch sehr bewusst machen, weil das wirklich auch alle Menschen in einer neuen Qualität fordert. Früher, wie gesagt, musste man sich an diese Geschwindigkeit von 30 mit 30 km/h fahrenden Zügen gewöhnen. Wir fahren heute schon 300. Mhm. Heute müssen wir uns aber an diese ständige Verfügbarkeit von Informationen verbunden eben dann auch, weshalb uns ja auch der Klimawandel auch so krass vor Augen steht. Das ist gut, dass es das ist, aber wir müssen damit umgehen lernen. Ich glaube, das ist so die grundlegende Qualität. Und soll ich die Forderung übernehmen? Wolltest du die gleich mit anschließen? Genau. Ach so, genau. So, was müssen wir deshalb tun? Das passt gut zu der ersten Frage. Ich glaube deshalb, dass das Thema Mitbestimmung und Mitbeteiligung ein Schlüssel ist. Deshalb
Es ist, glaube ich, wichtig, dass jede neue Bundesregierung die Unternehmensmitbestimmung sichert und das Betriebsrätemodernisierungsgesetz. Es ist gut, dass es auf dem Weg ist, aber es ist völlig unvollständig. Das muss zu einem Betriebsrätestärkungsgesetz gemacht werden, weil denen, die Betriebsräte permanent behindern, muss das Handwerk wirksamer gelegt werden. Das wäre meine wichtigste Forderung. Tariftreue und Vergabegesetz auf der Bundesebene. Es hat auch wieder was mit Beteiligung zu tun und mit Armutsbekämpfung. Und das Letzte, da knüpfe ich auch noch ein bisschen nur Inhalt, also von der Struktur her an die Frage, die Zuschauerfrage an. Ich glaube in der Tat, dass die Steuer- und Finanzpolitik eine absolute Schlüsselfrage ist. Das Blöde ist, es ist so sehr kompliziert, ist auch schwer verständlich. Was mich wirklich zuversichtlich stimmt, ist, dass wir zum Beispiel auf der europäischen Ebene mit dieser Krisenpandemiefinanzierung zum ersten Mal ein solidarisches Finanzierungskonzept durchgesetzt haben. Das heißt, man kann auch ganz komplizierte finanzpolitische Prozesse gestalten. Und deshalb glaube ich, dass die neue Bundesregierung aber da sehr viel Kompetenz, handwerkliche Kompetenz und politische Willen braucht. Ja, vielen Dank, Anja. Vielleicht auch an dich, Sebastian, die gleiche Frage. Was unterscheidet diesen industriellen Wandel von vorhergehenden industriellen Wandel und drei von dir persönliche Forderungen, was jetzt getan werden muss und wo wir jetzt anpacken müssen als Politik? Ich hoffe, dass dieser vierte Industrialisierungsschritt tatsächlich im Nachhinein betrachtet wird wie die drei vorherigen, dass er zu sozialem Fortschritt geführt hat. Denn erstmal sind die Entwicklungstreiber Globalisierung, auch Digitalisierung und die Entscheidung, wie wir dekarbonisieren, also CO2-Neutralität herstellen, neutral. Sie brauchen aber eine Stoßrichtung. Sie müssen dazu führen, dass es eben mehr Mitbestimmung, auch mehr Sicherheit gibt. Also diese Entwicklungsprozesse. Globalisierung kann ein Plus sein, indem Staaten handlungsfähig sind, sagen, wir wollen gemeinsam global das Klima schützen. Wir wollen global eine Pandemie bekämpfen, weil es keine nationalen Aufgaben mehr sind. Und dass es einen konstruktiven Beitrag gibt, dass sich die willigen Staaten zusammenschließen und mit gutem Beispiel vorangehen. Und das erhoffe ich mir von einer Bundesregierung, dass man nicht erwartet, dass jetzt alle anderen sofort im gleichen Maße loslegen, sondern dass man mutig vorangeht und das gestaltet. Dass es zweitens jemanden gibt wie Olaf Scholz als Bundeskanzler, der einen Plan hat. Denn das Schlimmste ist ja ein Ziel ohne Plan, dann bleibt es nur ein Wunsch. Deswegen muss man auch jemanden haben, der das auch umsetzen kann. Und das Dritte ist, dass man tatsächlich eine gewisse Grundüberzeugung zu den Dingen hat. Respekt vor den Menschen. Wir sind gleich. Wir wollen mit Respekt behandelt werden. Wir wollen ein starkes, solidarisches Gemeinwesen. Denn Zusammenhalt sichert die Zukunft für uns alle und nicht der stärkste Ellenbogen oder das ruppigste Vorgehen. Das ist eine Linie, für die ich im Bundestagswahlkampf kämpfe, für die ich auch außerhalb eines Wahlkampfs kämpfe. Und diese Arbeit möchte ich fortsetzen. Und das ist ein ganz spannender Moment. Ich freue mich, wenn wir den gestalten. Und keine Stimme für die Radikalen. Und wenn dann das Kreuz an der richtigen Stelle bei der SPD landet und die Erststimme bei mir, bin ich auch ganz glücklich. Ja, vielen Dank. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass ihr zugeschaltet habt und uns zugehört habt. Ich bedanke mich sehr herzlich für Anja Weber, für die spannenden Punkte aus dem DGB NRW. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Sebastian Hartmann für diese spannende Diskussion und ja, danke euch ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und freue mich auf das nächste Mal. Lieber Sebastian, als Gastgeber hast du natürlich das letzte Wort. Liebe Anja, lieber Ömer, mir verbleibt wirklich ein ganz, ganz herzlicher Dank. Du hast eine extrem komplexe Materie moderiert. Liebe Anja, du als alte Rheinsiegerin oder als langjährige Rheinsiegerin, wie man das sagt, ich freue mich, dass du den Weg hier hingefunden hast, dass du dich ins Troisdorfer Studio gesetzt hast und so konkret mit uns über die Zukunft, die wir gestalten, sprechen wollten. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür und Ihnen und euch danke fürs Zuschauen.